Ich check das Game, hat er geschrieben. Ja, ich glaube auch. Im Prinzip ist es ja nicht so schwer, das Spiel. Es gibt deutlich schwerere Kartenspiele und komplexere. Im Prinzip kommt es hier drauf an, gute Karten zu sammeln. So, jetzt setzen wir mal Blutrausch ein. Zack! Haben wir erstmal den seinen Doktor ins Jenseits befördert. So, und ich glaube, bei Ausrüstung ist es so, wenn Ausrüstung zerstört wird, dann landet die nicht hier auf dem Friedhof, sondern hier unten drunter, so quer. Und die Ausrüstung hat dann die Chance, von einem Monster, was sie tragen kann, wieder aufgenommen zu werden. Das passiert aber auch alles automatisch. Dann müsst ihr euch keinen Kopf drum machen. So, oh, jetzt hier, jetzt haben wir noch so einen schönen Baum, der 6 Lebenspunkte hat und uns ein wenig verteidigen kann. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Die geben mir aber ganz schön Gas. So, spielen wir mal die Wildsau noch, die auch nicht allzu stark ist. Also wir haben jetzt keine guten Züge. Ach hier, die nächste. So. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Also ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir das wieder nicht gewinnen. So, hauen wir mal den Bären noch raus, dass wir ein bisschen Lebenspunkte hier aufs Feld bekommen. So, die hier sind irgendwie gerade miteinander verbunden. Kann einem Angriff von nicht fliegenden Kreaturen ausweichen. Ach so. Kann einem Angriff von nicht fliegenden Kreaturen ausweichen. Ah, okay, das sind beides Geflügler oder was? Ah, hier, noch eine Wildsau, sehr schön. Zack, wenigstens haben wir einmal von ihm weggekriegt. Ah, der kann jetzt hier mit seinen ganzen angreifen. Wir noch nicht mit allen. Die dunkle Gabe könnte ich dann auch mal einsetzen. Sie könnte uns gut weiterverhelfen, weil die fügt 2 Schaden zu. Damit dürfte schon mal ein Viech weg sein. Da könnten wir die anderen beiden auch noch down kriegen. Ah, nee. Ich bin jetzt hier von den Kampfpunkten ausgegangen. Ah, hier, es gibt auch ein Reittier. Reittiere haben die Angewohnheit, eure Lebenspunkte zu verstärken. Wie ihr seht, habt ihr jetzt insgesamt 7 plus 4 Lebenspunkte. Und wenn jetzt jemand einen direkten Angriff macht, beziehungsweise Kampfpunkte auf euch gehen würden, gehen sie zuerst auf das Reittier sozusagen. Bevor sie dann letzten Endes auf euch gehen. Aber so konnten wir uns jetzt hier nochmal verstärken. Ich glaube, es gibt bloß ein Reittier im Deck. Das ist das Pferd hier in diesem Fall. Oh, hier Blutrausch, das ist nochmal gut. Zack. Jawoll. Schön mal was reinschlitzen dem Schissel. Schissel, Dizzle, Extra Fizzle. So, was haben wir jetzt hier? Blutrünstiger Wolf. Den spielen wir natürlich auch noch. Obwohl der nur einen Lebenspunkt hat. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, der geht doch jetzt gleich tot, oder? Also zumindest sieht es sehr schlecht aus für uns. Jawohl, der ist gleich down gegangen. So, spielen wir mal den Raptor noch. Velociraptor. Ach ja, das waren mit meinen Lieblingssaurier bei Jurassic Park damals. Waren einfach so hinterhältig, so gemein, so schnell, so flink, so scharf. So, spielen wir noch einen Wolf. Ah, der hat auch Ausrüstung. Also der hat gerade ziemlich viele Viecher auf dem Feld. Ach du Scheiße. Jetzt geht's hier richtig los. Ach du Heilige. Ja, das haben wir wieder Hochhaus verloren hier. Nochmal. Ich gebe doch nicht auf. So, was haben wir jetzt? Erstmal möchte ich hier. Die hat gut Lebenspunkte und greift am schnellsten an von denen, die wir haben. Ah, der hat auch schon was zum Angreifen. So, dann gleich den Bären raushauen, der ordentlich Angriff hat und auch ordentlich Lebenspunkte. Jetzt könnte es vielleicht für uns mal besser aussehen. Ach, wir kämpfen schon wieder gegen Schissel. Sieh mal einer an. So, der hat schon wieder mit seinem Clown. Eins. Ah, dann spielen wir die Schlange, die hat mehr Angriff. Ich hau jetzt ordentlich mal was raus hier, was Angriff hat. Weil umso mehr Schaden fügen wir natürlich auch dem Gegner zu. So, ach, jetzt hat er wieder einen Ausrüstungsgegenstand erworben. Ah, hier ein Wolf, der kann ziemlich schnell angreifen. Aber ich hau erstmal den Tiger raus, der hat auch noch ordentlich Angriff. Stellt euch mal vor, wenn die drei bereit sind zum Angreifen, dann ist hier mächtig Feuerwerk. So, Blutrausch auch noch, perfekt, jetzt geht's ab hier. Zack. Ja, der hat nur noch 4 Lebenspunkte. Also das dürfte ein Match für uns werden. Heilt eine deiner Kreaturen für 4. Auch sehr geil. Zack, schon hat die 5 Lebenspunkte. Oh, jetzt geht's dem hier an den Kragen. Also ich glaube, das haben wir gewonnen. Das möchte ich mal ziemlich sicher behaupten jetzt. So, und jetzt setze ich noch die dunkle Gabe ein. Dann dürfte eigentlich
down sein. Zack, jawohl. Kampfwertung plus 13 und ein Blutabzeichen. Sehr schön, nicht? Ja, das hat doch mal richtig reingehauen. So, dann mal zurück. PvP, denke ich mal, ist klar jetzt. Was machen wir noch? Wollen wir nochmal einen Quest machen? Ah klar, warum nicht? Oder konnte man hier das Tutorial nicht noch? Um das Tutorial erneut zu spielen. Ach, hier oben ist es drin im Quest-Mode. Ja, dann zeige ich euch nochmal das Tutorial, denn das erklärt es euch vielleicht nochmal ein bisschen besser. So, bist du bereit für deinen Tutorial-Kampf gegen den Knochenriesen? Beginne den Kampf. So, dies ist der Vampirlord oder Geisel deines Gegners. Wenn seine Gesundheit auf 0 sinkt, gewinnst du das Spiel. Haben wir gelernt? Dies ist dein Vampirlord. Wenn seine Gesundheit auf 0 sinkt, verlierst du das Spiel. Denke ich mal, habe ich euch auch gut erklärt. So. Du ziehst 3 Karten. Du kannst eine Karte pro Runde spielen. Spiele deine erste Karte. Machen wir. Dies ist deine erste Kreatur, ein Zombie. Er verursacht 2 Nahkampfschaden der Schadensart physisch. Gemäß seiner aktuellen Wut. Er muss einen Punkt Blutlust generieren, um angreifen zu können. Ein Punkt Blutlust wird pro Runde generiert. Dein Gegner hat einen Skelettkrieger gespielt. Er braucht 2 Punkte Blutlust, um angreifen zu können, aber er kann von Anfang an blocken. Ja, weil er ja auf dem Feld liegt, kann er auch logischerweise blocken. Spiele nun deine nächste Karte, einen Skelettberserker. Zack. Dein Gegner hat ein Reittier gespielt. Reittiere erhöhen die Gesundheit des Vampirlords. Du kannst nur ein aktives Reittier haben. Schaden wird zuerst an dem Reittier verursacht, bis dieses stirbt. Spiele nun eine Waffe. Dein Zombie ist nun mit einer Waffe ausgerüstet, erhält plus 1 zusätzliche Wut. Kreaturen mit diesen Symbolen können mit Waffen und/oder Rüstungen ausgerüstet werden. Also seht ihr, es geht nur bei Kreaturen, die hier so ein Waffensymbol oben haben, beziehungsweise so ein Rüstungssymbol. Nur diese können mit einer Waffe oder Rüstung ausgerüstet werden. Zack, der ist erledigt. Dein Skelettberserker hat nun niemanden, der ihm entgegensteht. Er teilt direkten Schaden gegen das Reittier oder die Geisel aus. Dein Gegner spielt eine Kraft. Kräfte haben einen einmaligen Effekt. Dieser wird deinen Zombie töten, weil er 3 Schadenspunkte verursacht. Ja, der Angriff, der geht immer zum ersten, oder? Kann das sein? Oder zum stärksten? Ich weiß nicht, wie das berechnet wird im Hintergrund. Zack. Die Waffe deines Zombies kommt auf den Ablagestapel für Gegenstände. Wenn eine Kreatur mit einem Gegenstand stirbt, wandert der Gegenstand auf den Ablagestapel für Gegenstände und besitzt die Chance, in der folgenden Runde von einer anderen Kreatur aufgenommen zu werden. In dem Fall hier wahrscheinlich von dem Berserker, den wir haben. So, spiele als nächstes ein Artefakt. Dein Artefakt benötigt eine Runde, um sich zu aktivieren. Ach doch, okay. Artefakte besitzen Strukturpunkte, welche das Leben des Artefakts darstellen und durch Fähigkeiten reduziert und oder erhöht werden können. Wenn der Zähler 0 erreicht, wird das Artefakt zerstört. Zack, haben wir dem direkten Schaden ausgeteilt. Dein Vampirlord besitzt eine Fähigkeit, welche als dunkle Gabe bezeichnet wird. Diese Fähigkeit kann einmal pro Spiel angewendet werden, anstatt eine Karte auszuspielen. Machen wir. Dein Skelettberserker besitzt jetzt 6 Wut. Basiswut 2, dunkle Gabe plus 3 und Bronzering plus 1. Also ihr seht schon, das ist gerade ein anderes Deck, mit dem wir spielen. Wir spielen nämlich mit diesem Nekromanten-Deck oder sowas, glaube ich. Der hat hier natürlich eine andere dunkle Gabe. Ist auch eine geile dunkle Gabe. Zack, 6 Schaden dem verpasst. So, jetzt spielen wir ein Skelett. Zack, hier, die Chance ist ergriffen worden. Der Berserker hat hier die Waffe wieder aufgesammelt. Dein Skelett-Berserker rüstet sich mit dem Bowie-Messer vom Friedhof aus. Dein Skelett wird vom Bronzering aufgewiegelt und kann sofort angreifen, da es keine Blutlust benötigt. Oh, es gibt auch Monster, die keine Blutlust benötigen. Es fällt mir jetzt das erste Mal auf. Spiele einen Gletscherschlag. Einen Gletscherschlag. Zack. Ja, und jetzt greifen unsere Monster an und wir haben das Tutorial beendet. Ja, genauso funktioniert das Spiel.
Ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Ich muss mal kurz auf die Glock gucken, auf die Uhr, wie lange ich aufnehme. Aber ich denke mal, eine Runde können wir noch machen. Eine Questrunde. So. Spielen wir mal mit unserem Deck noch ein Ründchen. Ah, hier. Gut. Wir haben ein schwarzes Pferd und den blutrünstigen Wolf. Bringen wir uns erstmal den Wolf aufs Feld, damit wir ein bisschen Verteidigung haben. Beziehungsweise erst einmal ein Monster auf dem Feld haben. So. Spielen wir gleich noch ein zweites. Im Moment sieht es nicht so eng mit uns aus, dass wir hier... Ach, gleich noch ein drittes. Erstmal bringe ich lieber Monster aufs Feld, bevor ich jetzt sage, okay, Reittier kommt dazu und Ausrüstung und sonst was. Jetzt würde ich mal sagen, spielen wir das Reittier. Oh, der spielt auch was. Was ist das denn? Ist auch irgendeine Ausrüstung, oder? Was ist das? Ach, hier. Zerstört zwei Waffen oder Rüstungen und entfernt diese aus dem Spiel. Wow, 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 okay. Ja, wen bringen wir jetzt aufs Feld? Den Wolf, der hat schönen Angriff. Drei Wut. Ach je, jetzt haben wir dem mal ordentlich was reingezwiebelt. Oh, der kann sofort angreifen. Den haben wir ja gerade im Tutorial schon gesehen. Halt eine der Kreaturen für 4. Aber, die Kreatur, die ist bei 5 geblieben. Warum das? Kann es sein, dass die nicht über ihre maximale ursprüngliche Lebensenergie raus können? Das wäre ein bisschen schade, wie ich finde, weil ich kann mir ja nicht merken, wenn jetzt eine Runde vorbei ist oder sowas, wie viel hatte jeder oder wie viel hat jeder ursprünglich? Steht das irgendwo? Nee, ich glaube nicht. Das ist ein bisschen schade. Ah, jetzt haben wir viele Monster wieder auf dem Feld. Das dürften wir eigentlich packen. Oh ja, schon haben wir gewonnen. Blutperlen plus 40. Und den Quest wiederholen wir gleich nochmal, dass wir den nächsten Quest freischalten. So, hier gleich unsere Elfe oder was das ist, aufs Spielfeld legen. Oder was ist das? Ist das eine Elfe? Hallo, ich wollte sie mir ansehen. Ah, die Waldnymphe, okay. Ja, spielen wir halt Blutrausch. Fügen dem erstmal... Was? Ah, okay. Blutrausch fügt wahrscheinlich keinen Direktschaden zu, sondern nur einem gegnerischen Monster Schaden zu. Schade, haben wir die Karte eigentlich total verspielt jetzt. Hätte ich wahrscheinlich besser lesen müssen, aber jetzt wisst ihr es schon mal, wenn ihr mit dem Spiel anfangen wollt. So, hier gleich noch einen Raptor aufs Feld legen. Na, jetzt geht's gut ab. Die haben alle nur noch einen Lebenspunkt. Der hat ein bisschen Ausrüstung bekommen. Ah, noch ein Wolf. Jetzt aber. Heieiei. Batz. Sehr schön. Hat er nur noch ein Monster auf dem Feld. Oh Gott. Was hat denn der jetzt eigentlich gemacht? Betäubt zwei Feinde. Ach, das ist nicht schön. Jetzt können wir mit denen nicht angreifen. Aber trotzdem fügen wir ihnen direkten Schaden zu. Und gar nicht mal so wenig, weil wir ziemlich viele Monster auf dem Feld... Wow. Der hat uns aber gerade Schaden reingezwiebelt. Heilige Lotte. So, und jetzt... Ah, einen Punkt hat er noch. Ein Mitleidspunkt. So, ja, spielen wir das Pferd oder das Messer. Wir haben ja hier ein paar Monster, die man ausrüsten kann. Zack, jetzt. So, Quest abgeschlossen. Quest 100% erfüllt. Oh, eine Belohnung. Wir haben ein Messer bekommen. Ein Bowie-Messer. Ah, und der nächste Quest ist freigeschaltet. Gratis Energie. Was ist denn das? Du kannst heute noch weitere 15 mal 5 Energie auffüllen. Der Zähler wird in 13 Stunden zurückgesetzt. Ah, okay. Heißt das, man kann bloß eine gewisse Zeit online sein? Oder wie ist das? Nee, man kann... Ich weiß gar nicht, wie das mit der Energie läuft und den Leveln. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung. Da kann ich euch gar nichts weiter zu erzählen. Aber wahrscheinlich kann man nur bestimmte Anzahl mal spielen oder so, nehme ich an, bevor man Energie aufladen muss. Und wenn die Sekunden hier abgelaufen sind, die 16, 15 Sekunden, dann müsste sich theoretisch wieder ein kleines bisschen Energie aufladen. Wir gucken uns mal die 10 Sekunden zu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, und da habt ihr gesehen, kam ein kleines bisschen Energie hinzu und es braucht 1,5 Minuten, bis es wieder sich ein wenig mehr aufgeladen hat. Gehen wir nochmal auf die Startseite. Ich wollte mir nämlich nochmal im Kartenshop schauen,
und mir ein Kartendeck kaufen, oder? Hier, das hier zum Beispiel. Ein Basisset kaufen, weil das ist ja sowieso das Einzigste, was wir uns hier kaufen können. Leisten wir uns das mal, damit ihr auch noch seht, wie so ein Booster aussieht. Achso, ich muss hier unten draufklicken. Möchtest du wirklich Basis für 250 Blutperlen kaufen? Jawohl. So, du erhältst. Was haben wir denn hier? Ach, einen Pestschlag. Vampirkraft. Verursacht 2 Giftschaden auf einen Feind. Verflucht einen Feind. Dieser leitet 1 zusätzlichen Schaden aus Giftquellen. Nicht schlecht. Dann haben wir eine Hyäne. Verhindert 2 Heilung. Für einen gegenüberliegenden Feind. Für eine Kampfrunde. Und negiert Hartnäckigkeit. Die Pflanze haben wir dann noch. Und noch eine weitere Kraftkarte. Verhängnis. Verringert die momentane Blutlust einer feindlichen, inaktiven Kreatur um 2. Okay, was heißt inaktive Kreatur? Wahrscheinlich eine Kreatur, die noch nicht ihre kompletten Blutlustpunkte gesammelt hat, nehme ich an. Ja gut. Vielen Dank. Das war dann wohl alles hier. Mehr können wir uns im Moment nicht leisten. Ja, und da soll es auch an dieser Stelle gewesen sein mit dem Angezockt zu Nightbanes. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel und... ja, vielleicht sieht man sich ja mal im Spiel hier und man kämpft gegeneinander. Könnte ich mir gut vorstellen, so als Spiel mal was hier mit den Abonnenten zu machen. So über Skype ein bisschen quatschen und mal Karten gegeneinander zu spielen. Schauen wir aber einfach mal, je nachdem wie es die Zeit so mit sich bringt. Haben wir noch viele Projekte vor uns. Und ja, das war Nightbanes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer auch mitspielen möchte, kann das jederzeit kostenlos tun. Meldet euch kostenlos an auf www.nightbanes.com und wir sehen uns im nächsten Angezockt Teil, Projekt, Spiel, wie auch immer ihr wollt. Bis dahin, ciao ciao und macht's gut, euer Keltorio, bye. Ja, hallihallo und Hallöchen, hier sind wir nochmal kurz zurück. Ich habe einfach zu früh ausgeschaltet, weil ich wollte euch doch noch ein bisschen was zeigen. Ich wollte doch eigentlich nochmal gerne in den nächsten Quest mit euch reinschauen und gucken, was kommt denn eigentlich alles in diesem Quest vor? Was können wir denn da machen? Wie unterscheidet sich das? Vielleicht machen wir auch nochmal ein PvP-Spiel. Ich wollte einfach noch ein klein wenig weitermachen. Dachte schon, ich sei schon längst über meiner Aufnahmezeit hier. Aber das war ich ja noch nicht. So, machen wir einfach nochmal den nächsten Quest. Ah, okay, jetzt kämpfen wir hier gegen einen kompletten anderen Decktyp. Geisel Xonia, okay, das ist was ganz anderes. Ich weiß natürlich nicht, mit wem wir es jetzt zu tun haben. Ballern wir erstmal so einen blutrünstigen Wolf raus. Der hat schöne 3 Angriffspunkte. So, und den hier, ah, den könnten wir fast platt machen. Ich würde sagen, jetzt ist die optimale Zeit für Blutrausch. Machen wir mal, fügen dem hier 3 zu. Ja, und unser Wolf macht den natürlich noch platt. Ah, jetzt ist unser Wolf platt, das ist nicht so gut. So, spielen wir mal den lauernder Schatten. Den lauernden Schatten. Wer ist das denn? Skelettkrieger kommt noch hinzu. Okay, ah, da ist unser Bär, der Bär. Ich liebe den Bären. Der Bär hat natürlich schön viel Angriff und schön viel Blutpunkte. Ein feines Tier. Ein feines Tier. Verringert die Wut eines Feindes um 1. Na, das ist sehr schön. Der hat dann gar nichts mehr übrig, glaube ich. Machen wir mal. Doch, der hat noch einen Wut. Heißt das, die Wut kann nicht weniger wie 1 betragen? Ist ja schade. Müsste auch gehen, finde ich. Da hat er eben... doch, hier 0. Geht doch auch. Ah, der hat wahrscheinlich noch 1, weil er hier ausgerüstet ist, oder wie? Weiß ich gar nicht. So, was haben wir jetzt? Ja, spielen wir mal nochmal den lauernden Schatten. Ah, bisschen zaghaft geht das voran. Ah, der regeneriert hier immer wieder Leben. Das finde ich nicht so schön. Böse, böse Geisel, du. Lässt du das wohl bleiben? Ah, jetzt ist er endlich down. Zumindest das eine Tier. Das zweite auch. Und das dritte auch. Jawoll. Nanu? Da liegt doch wieder 1. So, bringen wir mal den Wolf jetzt mit ins Spiel. Bam, bam, bam. Oh ja, jetzt setzt's hier Sänge. Ah, das ist wieder das, was Ausrüstung zerstört. Bringen wir mal unseren Blutchirurgen noch mit ins Spiel rein. Zack, zack, zack. Jawohl, jawohl. Das hat gesessen. So, was sagt eigentlich unsere
Spezialkraft wollte ich nochmal anschauen. Verursacht 2 Nahkampfschaden auf einen Feind. Ah, okay, nicht direkt Schaden. Bringt also nichts, wenn wir das jetzt einsetzen. Ah, hätten wir doch einsetzen können. Wir haben doch hier einen Feind. Na, egal. Och, schon haben wir gewonnen. Erfahrungspunkte 12. Blutperlen 30 gab das wieder für uns. Na, super. Super. So langsam spielen wir uns doch hoch. Ach, wisst ihr was? Bevor ich wieder PvP mache, würde ich sagen, spielen wir hier den Quest weiter, weil das bringt uns wahrscheinlich mehr voran.